Liebe Freunde, ihr werdet es nicht glauben, die Firma Fan zu Fan hat sich bei uns gemeldet, weil wir dieses tolle Shirt entdeckt haben. Und ja, sie haben gesagt, pass auf, wenn ihr Bock habt, wir schicken euch 10 Shirts. Genau. Für Hamburg und 10 Shirts für Berlin. Das sind ja 20 insgesamt. 20 Shirts. Sind die sich sicher, was sie da angerichtet ja. haben? Ja, und deswegen, was wir jetzt aber machen wollen, ist dann, wir können ja nicht einfach in der Gegend rum irgendwo hinstellen oder so. Da haben wir uns überlegt, wir machen einen Wettbewerb daraus. Und zwar die ersten 10 aus Berlin und die ersten 10 aus Hamburg, die sich jetzt melden und hier unten drunter kommentieren, beziehungsweise die Frage beantworten, die wir gleich stellen werden. Die sind diejenigen, die diese Shirts bekommen. Genau, die Frage, die könnte nicht einfacher sein. Und zwar, wann gewann Deutschland zum ersten Mal den EM-Titel? Das ist so einfach, dass wir keine Auswahlmöglichkeiten vorgeben. Ja. Ihr wisst sicherlich die Antwort. Kommentiert hier drunter und schnell sein lohnt sich. Denn wie gesagt, die ersten 10 aus Hamburg und aus Berlin sichern sich dieses Shirt We Survived Vorrunde 2024. Und da sieht man wieder, was für ein gutes Herz der Marco hat. Denn er glaubt tatsächlich mit dieser einfachen Frage, die jeder googeln kann, lassen wir euch ein Shirt gewinnen. Das ist leider falsch. Na, muss ja auch schnell sein. Ja, das stimmt. Aber ich würde noch eine Zusatzfrage stellen wollen. Und nur wer beide Fragen korrekt beantwortet, der bekommt auch ein Shirt. Na gut. 10 in Berlin und 10 in Hamburg. Bedankt euch bei Boris für die Zusatzfrage. Er hat das große Herz, aber ich muss auch ein bisschen eine Challenge machen. Das war so lieb, dass Sie jetzt angerufen haben, haben sich hier gemeldet. Das ist wirklich nochmal vielen, vielen Dank dafür. Aber es kommt die zweite Frage. Und die zweite Frage ist, wie viele offizielle Fanshirts gibt es bei dieser EM von der deutschen Mannschaft? Gibt es ein Shirt, zwei Shirts, drei Shirts? Oder gar 4 Shirts. Fanshirts oder Trikots? Trikots. Verschiedene Trikots, also, die man kaufen kann. Fan-Trikots. Fan-Trikots. Ja. Also okay. Es betrifft ein Fanshirt und die offiziellen Trikots. Okay, okay. Die Gesamtsumme dessen, wie man sich kleiden kann, wenn man mit offiziellen Produkten sozusagen zur WM, bei der EM teilnehmen möchte. Das ist eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage. Eine sehr schwierige, knifflige Frage. Aber es gibt ja auch richtig geile Shirts. Und zwar, das sind ja keine offiziellen Shirts, sondern das sind kreative, alternative Shirts von Fan zu Fan. Und sehr hochwertig, muss man sagen. Und sehr hochwertig. Fanzufan.de, da gibt es weitere Infos zu den Artikeln und hier gibt es die Dinger zu gewinnen. Viel Glück, wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Und hier unten Bescheid sagen und dann melden wir uns bei euch, brauchen wir eure Adresse wegen Versand und so weiter und dann geht das los. Schönes Wochenende und mitmachen.